Moinsen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von Rescue HQ The Tycoon. Gleich mal auf Start gehen. So, in der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen mal die Räumlichkeiten ausgebaut, fertig gebaut und auch hier unten so ein bisschen was eingegangen. Eine neue Feuer oder zwei neue Feuer werden sogar gebaut und jetzt sollen wir es schaffen, 200 Ansehen zu haben. Und ja, das bekommen wir halt nun immer mal hin, wenn wir hier Aufträge erfüllen. So, zwei Crewmitglieder haben gerade nichts zu tun. Dann schauen wir doch, ob wir hier so ein bisschen was ausbauen können. Ich mache mal, Geld haben wir noch genügend vorhanden. Machen wir mal gleich auf kompletter Breite. So, Feuerwehrfahrzeug. Freischalten. Was ist das? Basisfeuerzeug mit Wassertank. Ja, nein. Jetzt. Oder? So, jetzt. 10.000, gut. Kostet ein bisschen was. Aber ich denke mal, das bringt uns wirklich auf lange Sicht weiter. Was waren das jetzt hier? Nee, nicht Trainingsräume. Versorgungsraum. Würde ich auch. Ja, sollte passen. Ein bisschen hier weiterbauen. Oh, und schon der erste Einsatz. Was haben wir denn Schönes? Brechwerkzeug. Das haben wir doch noch gar nicht, oder? Schicken wir erstmal die entsprechenden Einsatzkräfte los. Das ist jetzt schwierig. Haben wir jetzt noch einen Firefighter? Okay. Wird schon irgendwie schief gehen. Toiletten, das ist alles soweit in Ordnung. Was hätten wir hier noch? Einen Bewerber. Würde ich sagen, zur Nachtschicht. Dann ist das hier so ein bisschen ausgeglichen. Dann sollte das soweit passen. Die sind gerade im Einsatz. Das ist in Ordnung. Das sind unsere Ressourcen. Vielleicht doch nochmal schauen, dass wir hier nochmal so einen Lufttank hinsetzen. Das war bei Versorgung und Aufbewahrung. Ja. Lieber ein paar mehr haben als zu wenig. So, was hat der wunderbare Bürgermeister? Dunkolito hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, seine Kollegen zu verpfeifen. Okay, haben wir einen Prozess. Das müsste dann aber Polizei sein oder etwa nicht? Was brauchen wir hier noch? Wir sind immer noch eine ganze Ecke weg. Wir haben bis jetzt nur Feuerwehren. Das heißt, das wird wohl so nichts unbedingt. Na gut. Dann bauen wir hier noch ein bisschen. Wand hinzufügen. Vielleicht so und dann können die da durch. Ja, das sollte doch passen. Und Versorgungsräume. Wunderbare Musik, die hier auch tudelt. Okay. Trainingsraum, Wasserhammer, Badezimmer hätten wir auch alles soweit. Oh. Und sind zurück. Aha, Ansehen fehlt immer noch ein bisschen. Gut. Nehme ich jetzt erstmal so hin. Die Musik ist auch wirklich ein Traum. Schlafzimmer. Hier ist wirklich was bauen. Okay, jetzt schlafen alle. Also sollte man vielleicht noch eins ausbauen. Noch ein Bett hinstellen. Ja, nee, das ist doof. Ja, so, alle in eine Richtung. Ich meine, dann kann man hier vielleicht noch einen breiter machen, denn alle gegenüber. Und der nächste Einsatz. Okay, jetzt haben wir sogar drei Feuerwehren und immer noch kein Brechwerkzeug. Ja, ist leider so. Was hätten wir denn doppelt? Das hätten wir jetzt doppelt. Dann heben wir uns die Leiter vielleicht für irgendwas anderes, für etwas späteres auf.
Und die Feiertage kommen auch immer näher. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich dann alle Feuerwehren soweit rausschicken müssen. Gucken wir mal. Gut, Rusty ist gut dabei, die Sauerstofftanks aufzufüllen. Entspannung fehlt ihnen ein wenig. Okay, Feiertage beginnen gleich. Ah, fängt jetzt hier schon gut an. Tanks haben wir davon genug, genau. Noch einmal Wasser und... Sind alle angewählt und trotzdem... Ah, ich weiß es nicht. Ich würde um Hilfe bitten. Ist, glaube ich, sinnvoller. Aber noch irgendwas zum... Ja, ich habe es verstanden. Irgendwas zum Ausruhen. Also wenn ich das richtig gesehen habe, würden auch Stühle funktionieren. Reduziert die Erschöpfung. Das ist wohl so doof meines Erachtens, aber was soll man machen? Badezimmer auch noch. Noch eine Toilette hin. Na, haben wir? Achso, so rum die Kabine. Noch eine Dusche. Okay, dann ist das doch in Ordnung. Außerhalb, was können wir denn da machen? Ein Helikopterlandeplatz. Oh, wie geil. Das ist aber noch ein bisschen weit weg wahrscheinlich. Na gut. Ah, hier alle Objekte. Also doch, man kann hier noch ein bisschen was bauen. Was ist denn das hier? Scharfschützenausrüstung. Taucherausrüstung wahrscheinlich. Drohne. Eine K9-Einheit, ein Hund. Nee, wir machen erstmal nur das, was freigeschalten ist. Aber interessant. Brauchen wir eine Büroerweiterung? Na, eigentlich auch nicht, wa? Dann lassen wir mal die Zeit rumgehen. Und gerade scheint, als ob es nichts gibt. Doch. Oh, hier geht's richtig los. Also was wollen die? Ein Wassertank auf jeden Fall fürs Fahrzeug. Kann ich... Und die auch. Okay, also müssen wir beide rausschicken. Nee, halt. Und noch davon eins, das passt. Und das zweite auch gleich noch raus. Wassertank haben sie gesagt. Davon eins. Ja. 67% ist schon mau. Lief das hier irgendwie? Oh, nicht wirklich. Das Beste hoffen. So, hier hat einer Hunger. Das heißt Küche. Kühlschrank. Sollten die doch... Ja, eigentlich genug. So viele Einheiten haben wir gar nicht. Wie die hier tun. Oh, nein. Sag mal. Also wir bräuchten hier definitiv irgendwie noch eine Person, die sich um mehr Leute kümmert, die noch ein bisschen rekrutiert. So ist das gerade echt mau. Okay, was? Gemeinschaftsraum ist komplett. Fantastisch. Vergessen Sie nicht, diese Räume zu erweitern, wenn Ihr Team wächst. Der ist doch schon seit längerem fertig. Jetzt kommt aber wirklich ja alles. Okay, man kann auch so auf Pause drücken. Okay, ein einfaches Polizeirevier sollen wir errichten. Nehmen wir erstmal das hier mit. Und ich soll das gegen den Mafia-Boss, ne? Das sind noch in 3 Tagen, wenn ich das richtig sehe. Haben also noch genügend Zeit. Wir brauchen einen Streifenwagen. Da hier ja kein Platz mehr ist, würde ich denn die Garage... Ja, müssen wir auf der anderen Seite bauen. Oh, okay. Und hier sieht man auch, hat sich einiges getan. Ich weiß nicht, ob die Polizeifahrzeuge auch so lang sind, wie die Feuerwehr... Nein. Kann ich das hier irgendwie wieder wegreißen? Objekt verkaufen. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt irgendwie ungünstig.
Kann ich in die Flur? So, was war das jetzt? Das war der Trainingsraum. Machen wir den erstmal wieder hier einen breiter. Ach nee, und dann haut es so rum hin. Hier war das Problem. Okay. Verstanden. So, den muss ich freischalten. Und Baufehler. Ja, klar, weil mal wieder die Tür fehlt. Setzen wir hier gegenüber, dann kann hier irgendwie ja noch ein bisschen Trainingseinheiten, Ausrüstung etc. hin. So, Schließfächer benötigen wir. Ich würde jetzt alle hier drüben hinsetzen. Jetzt nicht irgendwie mal da, mal dort. Muss ich auch freischalten. Ja, okay. Okay, die vier Schließfächer hätten wir, einen Streifenwagen haben wir, einen Polizeischreibtisch brauchen wir noch. Und den gibt es bei Büro. Das heißt, der hier wahrscheinlich. Kann ich den jetzt einfach... Ah, die sehen aber wirklich identisch. Naja, gut. Nimm mal so hin. Was brauchen wir noch? Schreibarbeitsaufbewahrung. Was ist denn das? Ein Aktenschrank. Okay, hätte man auch nicht Aktenschrank oder sowas nennen können, ist ja Quatsch. Und wäre viel zu einfach. Und Polizeischreibtisch. Hey, der ist schon groß. Kann ich den hier hinsetzen? Kommen die sich irgendwie ins Gehege? Ist schon ein enger Raum. Aber wir haben ja hier auch nicht so viel Platz, ne? Also das ist jetzt tatsächlich alles, was wir hätten. Sollten wir den schon freischalten? Ich weiß es nicht. Hat uns jetzt einiges an Ansehen gekostet. Oh. Ermittlungsakten. So funktioniert das also. Polizeieinsätze verursachen Ermittlungsakten. Okay. Verarbeiten und entwickeln Sie mit Hilfe der verschiedenen Stationen, die im Büro aufgebaut werden können, verdienen Sie Geld. Okay. Hier kommen die neuen Kollegen. Das heißt, bei neuen Kollegen muss ja wahrscheinlich auch das hier ein bisschen weiter werden. Auch die wollen ja irgendwie schlafen. Haben die auch... Nee, die haben keine Extrabetten. So, Schlafzimmer, Bett. So rum würde es einheitlich aussehen. Machen wir es mal so. Ja, es hat immer so ein kleiner Versatz drin, aber ist okay. Dann vielleicht auch gleich mal noch Küche, eventuell noch einen Kühlschrank hin, für die anderen lieben, netten Kollegen und ein bisschen, brauchen die, also Toiletten, ja, okay, das können sie gut gebrauchen, aber müssen die duschen auf Arbeit? Ich weiß es nicht. Halt, so, 4 Kabinen, 5 Kabinen und 2 Waschbecken. Sollte doch erstmal reichen. Und hier haben wir Bewerber. Okay. Durch mehr Schließfächer können wir also mehr Leute einstellen. Feuerwehr. Ja, machen wir nur für die Tagschicht. Okay. Und hier ein Einsatz. Was brauchen wir denn? Einmal hier und einen Lufttank nur. Die teilen sich wahrscheinlich 4 Leute und einen Lufttank nur. Ja, teilen sich da hinein. Ja, und einen, der ein bisschen übermüdet ist. Das sollte passen. Was brauchen wir noch? Schließen Sie das Ereignis ab? Nö, okay, das geht von alleine. Und 300 Ansehen, das kommt auch nach und nach.
Und da rücken sie aus. Jetzt heißt es abwarten. Tatsächlich, die sind hier wirklich einen halben Tag nur am Futtern. Ein Notfall abgeschlossen. Der nächste ruft sogar schon. Auch hier. Hier reicht auch wieder eine. Ja. Okay. Wenn wir duschen, hätten wir genug. Und neue Bewerber. Also jetzt geht's wirklich los. Brauchen wir schon? Aber ich keine Schließfächer habe. Jetzt warte mal. Jetzt bauen wir hier erstmal in Ruhe. Und zwar für den Versorgungsraum Schließfächer für die Polizei. Machen wir hier gegenüber. Sollte passen. Und was haben wir hier? Okay, das ist jetzt momentan eigentlich... Ne, der ist im Einsatz. Okay, das ist aber relativ easy. Aber jetzt schicken wir... jetzt haben wir wirklich alle raus. Also das mit dem Blinken sieht schon irgendwie cool aus. Okay. Einsehen dauert noch. Ja. Wie funktioniert das jetzt hier? Polizeischreibtisch. Sind noch nicht alle Rohstoffe verfügbar? Okay, was fehlt? Irgendeine Akte wahrscheinlich. Ja gut, wenn noch nichts war, dann können die sicherlich auch noch nichts machen. Oh. Dann schauen wir uns einfach mal in der Zwischenzeit ein bisschen die Gegend hier an. Ein Pawnshop, Auto Repair, eine Tankstelle und Schichtwechsel. Wobei, hier kommen die aber wirklich alle reingestürmt. Voller Tatendrang. Gut. Schichtwechsel. Ich möchte meinen, das ist für uns das richtige Stichwort, um zu sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wie sich das Ganze hier entwickelt und vor allen Dingen auch, was es mit diesem Mafia-Boss-Prozess auf sich hat, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Tschüss.